Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Aura Kingdom Hallo. mit der Jenny. Hi. So, ich habe eben eine Quest angenommen und bin geportet worden. Darum bin ich jetzt hier in so einem Loch drin. Wir sprechen einfach mal mit Mondlichthase Luna. Hallo, ich bin Luna. Ist Gesandter Gaias. Luna sieht erwartungsvoll an. Ja. Mir bitte erklären, wie an den Mondlichtmochi komme. Unbedingt lesen. Oh, okay. Bin bereit, nimm den Mondlichtschläger und bewegt die. Okay, gut. Steigt die Orte, an denen die Mochis versteckt sind, werden durch magische Barrieren der Mondfinsternishasen gesichert. Normalerweise haben gewöhnliche Angriffe keinen Effekt auf die magischen Elemente. Dieser Mondlichtschläger, der mit Mundmagie verzaubert wurde, bildet allerdings eine Ausnahme. Während du mit dem Mondlichtschläger ausgerüstet bist, reagieren die Mondlichtmochi durch ein goldenes Leuchten darauf. Alles, was du dann noch zu tun hast, ist, die magische Barriere zu zerschlagen. Wenn du soweit bist, erhältst du von mir die Magieperle. Also es hat viel mit Magie und Mondlicht zu tun, habe ich das Gefühl. Sie wird dich zu den Mondlichtmochis leiten, aber sei bitte vorsichtig und versuch keine Aufmerksamkeit zu erregen. Gott, ich hab gerade mal gar nichts kapiert. Ich eigentlich auch nicht. Ich bin einfach bereit. Und dann. Ja. Und jetzt kloppen. Angreifen. Da ist eine Urne. Machen. Ach, das ist genauso wie, wie das mit dem Piraten. Du sollst da einfach Angreifen. ausweichen. Ausweichen und vorbeigehen. Versteh schon. Versteh schon. Ja, aber da ist auch so ein Schläger im Inventar. Was war mit dem? Mal die Urnen aufschlagen oder was? Ja, scheinbar. Du musst die Pilze da sammeln, also diese Urnen aufschlagen. 50 Stück. Ernsthaft. Naja, gut, okay. Das kriege ich mal aber auch geregelt. Ist kein Problem. Lauf einfach mal an dir vorbei, du hässliches, großes Hasengedingse. So, Snake. Huh? Was ist jetzt? Oh, den darf ich jetzt schlagen. Okay. Oh, ich habe schon lange nicht mehr gekämpft, fällt mir gerade ein. Oh, der ist tot. Ja, ich hab euch auch alle lieb. Klappt's bei dir? Ja, ich stehe gerade in dem komischen Perlenkreis da drin und hau den. Das ist gut. Ich musste auch jemanden eben Und du? verprügeln. Lasst mich hier durch. Was ist mit dir? Geh weg. Du stinkst nach Hasenknoddel. So sein. Geht ja viel schneller. Fies. Oh. Die Grenzen solltest du mit dem Mondlichtschläger fertig machen. Okay. Also auf gut Deutsch alle hauen. Wie jetzt? Hab ich doch richtig gemacht.
War doch voll toll. Das check ich nicht. Ich soll die Typen verhauen, aber soll sie dann doch nicht verhauen? Die kleinen vielen? Ja. Ja, da war ich auch gerade. Hab's auch gerade nicht so Haben doch gar ganz. keine Ahnung. Weißt du was? Ich lass die jetzt einfach in Ruhe. Ah nee, die brauchst du. Die haben die Ach anderen so. Lichter. Ich darf nur die Leuchtenden verhauen. Nicht die, wo so rosa blinken, sondern bloß die, wo gelb leuchten. Ach so. Die Hoffnung, dass das jetzt der richtige war. Was nur die, wo gelb? Ja, nur die, wo gelb glitzern und nicht die, wo so die Noten um sich rumschmeißen. Das muss man ja einmal gesagt bekommen, oder? Er hat wo was zu sagen. Alter, wie. Ach, da jetzt runter. Okay. Da unten ist wieder Luna. Alter, wie kompliziert ist das denn bitte aufgebaut? Hallo? Und dann kann man die Alten nicht mal ansprechen, doch eben. Da klappt alles ganz gut. Lass mich schneller machen. Was? Luna wollte gerade etwas sagen, als plötzlich lauter Krach ertönt. Mondhasenkönigin. Nö, ich rieche was. Och. Kampf beginnen. Jetzt darfst du hauen. Ach, jetzt darf ich sie alle hauen, okay. Glaube ich. Darf ich jetzt Spaß haben? Darf ich? Ich will jetzt Spaß haben. Da hinten war was Dickes. Komm her. Ach, die kämpfen alle gegen die, oder was? Nee. Hä? Ach, die waren einfach bloß aggro für ihre Freunde, okay? Ja, lass mal sie halt, wenn es dann nicht so viel Spaß macht. Ist sie fett? Boah, da ist sowas richtig Dickes. Muss ich jetzt gegen dich kämpfen? Der Puschelhase. Ja, ich hau sie einfach mal. Ich mach jetzt einfach Hasenragout. Na, das nenne ich mal harte Ja, Schläge. besiege den Hasenkönig. Kein Gegenstand bekommen? Unhöflich. Episch war das. Das war der epischste Kampf überhaupt. Was ist das? Mondlicht-Hasenbelohnung. Ab Charakter Level 10. Mal Rechtsklick drauf. Was ist da drin? Nix. Untertasche Hasenohren. Okay, Moment. Wir sortieren mal ganz kurz. Ah ja, okay. Regenerationstrank und Schatzjäger-Amulett. Ich bin enttäuscht. Und jetzt? Bin ich jetzt fertig? Komm ich jetzt? Ach ja, ach, da ist doch ein Portal, ne? Sag doch was. Herrschaftszeit. Voll kompliziert. Man merkt, dass ich das schon ewig nicht mehr gespielt habe.
Da ist noch so eine Tagesquest. Ich werde die jetzt einfach mal annehmen. Mach doch mal langsam, bis ich raus bin. Ach so, du bist noch gar nicht so weit. Ich kann ja schon mal die Tagesquests annehmen. Fertig? Da wirst du auch eingezogen. Schnell. Das muss man ja auch erstmal wissen. Wenn ich den Klops und fertig habe, sprich mit Luna und dann. Da ist ein Portal hinter dir. Ach, da muss ich einfach raus. Einfach reinspringen, ja. Jetzt auch wieder in eine Tagesquest reingezogen worden. Wir laufen einfach mal da lang. Ich denke mal, dass es da lang geht. Ich bin an der anderen Anschlagstafel, die erste Quest, wo da war, bin ich reingegangen. Ich hab Hasenohren bekommen. Oh, wie gemein. Ich habe bloß dieses komische Zeug daraus bekommen. Regenerationsrang und so ein Zeug. Ich hab Monster Codex, Rollgutschein und 3 Tage flauschige Hasenohren. Oh, wie gemein. Ich habe bloß zwei Sachen rausbekommen. Was hast du gesagt? Das erste, Tortugas kleine Heldin. Ja. Naja, geht aber ganz eigentlich recht fix mit den Gegnern hier. Die haben keinerlei Chance gegen mich. Ich werde jetzt einfach mal weiterlaufen. Wart jetzt nicht, bis die da hier so ewig erzählt haben. Bei denen irgendwas machen? Was denn? Wenn ich reinkomme? Ja, helfen. Ach so. Bin vorbeigetappt. Ach so. Ja, nee, halt. Ne? Nee. Nee, nee. Schon liebevoll und so. Weißt schon. So ein bisschen zumindest. Oh, ich gehe davon aus, dass das der Boss ist. Einfach draufhauen, einfach immer draufhauen. Beste Lösung. Ist das die Level 99 wären angeblich? Ja gut, du wirst ja aber auch auf Endlevel hochgestuft. Du hast ja jetzt 69.000 HP, ne? Ah, hat ich gar nicht gesehen. Und du hast jetzt auch einen Angriff. Ich habe jetzt einen Angriff. SDN von 69.000. Also, ist schon vollkommen in Ordnung. Irgendwas stimmt gerade bei mir nicht. Warum? Das sagt mir, soll meine Eidolons in Offensivstellung bringen? Nee, Skill nur mit aktivem Eidolon benutzbar. Ist der nicht? Ja, du musst ihn erst rufen, bevor du den Skill einsetzen kannst. Ja, hatte ich. Mal da raus. Wir kriegen Monster Codex. Okay, und Treuepunkte? Treuepunkte ist immer gut. So, Monster Codex. Aha, okay. Schon witzig. Hallo? Halt dich mal. Was ist denn jetzt? Schatzi, deine Hilfe! Energie geht ziemlich schnell nach unten. Ja, ich kann gerade nichts machen. Hallo? Schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Ich mache gerade überhaupt nichts.
nichts. Warum nicht? Greif doch an. Hat die irgendwie wohl was angegriffen, aber irgendwie, keine Ahnung. Muss ich mal schreien wieder. Bin am Überlegen, jetzt noch eine Tagesquest zu machen. Ich mache einfach mal Tagesquests weiter. Die bringen nämlich schöne Gegenstände und ach Gott, was soll's denn? Hallöchen. Hier bin ich wieder. Ja, hi, du. Ja, nehme ich an, komm mit. Was muss ich machen? Nee, das doch, nee, doch, nee, nee, doch. Die dicken? Okay. Hoho. Und zack. Höhe. Ach, jetzt hat interessiert ihr euch für mich, okay? Soll mir recht sein. Und zack, weg bist du. Und der nächste. Gleich hinterher. Warte mal. Mein Eidolon zieht schon dauernd zurück. Dann hast du irgendeine Taste falsch belegt mit dem Rückruf, mit dem Rückrufskill. Dass der halt dann dauernd zurückgerufen wird. Ja, und gleich der nächste. Kann ich dich schon direkt angreifen? Und zack. Tödlich. Also bei mir geht's gerade richtig schön ab. Keine Ahnung, nee, irgendwie nicht. Was, Nein? weil die keine Energie mehr hat oder so? Naja, gut, okay. Wenn sie keine Energie mehr hat, dann geht's auch nicht. Aber dann ruft doch die andere. Hab ich. Ach so, Du hast ja noch eine zweite. So, hä? Was hier denn los? Was hier los, ne? Ah ja, da haben wir schon. So, jetzt haben wir nur noch Dustin. Sprich mit Dustin. Hoffentlich habe ich den jetzt nicht verpasst, weil der ist ja jetzt hier so. Na, den werden wir schon finden. Dustin, komm raus. Ach, da ist er doch. Was denn? Hallo? Bleib doch stehen. Ein kleiner Feind. Ich finde meine Hackfleischattacke so genial, ne? Vor allen Dingen, weil ich die so lange einsetzen kann. Ich habe bis jetzt jeden Boss nur mit dieser Hackfleischattacke vom Anfang bis zu Ende platt gemacht. Außer den jetzt, da habe ich die erst gegen Ende benutzt, die Attacke, aber trotzdem. Level up! Ja, passt. Ultra Skill, schon wieder. Okay. Nee, ich behalte es so, wie es ist. Mache ich mir jetzt keinen Kopf drum. So, die wollen mit mir quatschen. Ich aber nicht mit denen. So, was haben wir hier in der Kiste? Nochmal Treuepunkt. Und nochmal Monsterkodex.
Je nach Charakterlevel erhält der Charakter eine Menge EP, die es für das Töten von höchstens 20 Monstern gibt. Je höher der Charakterlevel, desto mehr EP. Ah. Okay. Interessant. So. Ah ja, 1500 EP erhalten. Gott, bei dem Spiel. Ich Ist. muss mich doch so konzentrieren und auf lese und. Oh. Ja, das ist kein Fiesta. Das ist nichts, Nee. was du von Anfang an kennst. Gut, ich würde allerdings sagen, ich mache dann mal Schluss mit der Folge. Wenn. Ah, du bist hier auch draußen, sehe ich gerade. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Wir freuen uns, wenn ihr die nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss.